Und damit ein allerherzliches Willkommen zu diesem neuen Video, was, ja, man kann schon sagen, eine Spiele-Review wird. Nach langer Zeit melde ich mich mal wieder zurück und zwar heute mit, ja, PUBG New State. Ja, was ist PUBG New State? Wie ihr wisst, auf meinem Kanal habe ich sehr, sehr lang und sehr, sehr viele Jahre und sehr viele Folgen natürlich auch PUBG Mobile Videos hochgeladen, ganz viele Let's Plays, ganz viele Runden gezockt. Die Entwicklung von 2018, der Release von PUBG Mobile im März, ja, mit begleitet das Spiel sehr viel gezockt und auch die ganzen Features, die neuen Maps, die dazu kamen, neue Waffen, neue Spielmodi wie Zombie-Modus, Team Deathmatch. Die Maps wie Sunhawk, Rangel, Miramavi Candy und was da alles Neues gab. Aber in letzter Zeit hat er so die, wie soll ich sagen, ja, die Motivation, der Spielspaß hat sehr abgenommen, weil PUBG ein Spiel geworden ist, was immer mehr darauf ausgelegt war, Geld mit diesem Mobile-Spiel zu verdienen. Und es gab ja auch Call of Duty kam raus, Call of Duty. Gar nicht so mein Fall, auch wenn es ein cooles Spiel ist, aber ich bin immer bei PUBG Mobile geblieben. Aber fand auch, dass es sich in letzter Zeit zum Schlechteren entwickelt hat. Die ganzen Updates waren nicht mehr sonderlich gut und der Spielspaß ging einfach verloren. Aber jetzt hat PUBG ja, etwas ganz Neues rausgebracht. Und zwar ein Spin-off von PUBG Mobile, PUBG New State. Man konnte sich schon ziemlich lange dafür im Vorhinein vorregistrieren lassen und am 11.11.2021, das war ein Donnerstag, war es dann auch tatsächlich soweit, dass PUBG New State seinen Global Launch hatte. Und es ist sozusagen PUBG Mobile 2. Nur dass es nicht mehr so heißt, es heißt jetzt PUBG New State und ist sozusagen der Nachfolger von PUBG Mobile, also PUBG 2 sozusagen. Und hat genau dieselben Features, genau Battle Royale halt, 100 Spieler letzt überlebt. Hier seht ihr auch die Map Erangel. Und wie ihr hier schon sehen könnt, es spielt in der Zukunft, nämlich genau gesagt im Jahre 2001. 50. Genau. Man kann ja auch sehen, Erangel ist dabei geblieben. Erangel ist die erste Karte von PUBG Battlegrounds, auf der Spieler unzählige Stunden verbracht und um ihr Überleben gekämpft haben. Erangel ist auch 2051 noch der beliebteste Ort für den Überlebenskampf. Und dann gibt es die neue Map Troy. Und Troy ist auch 8x 8 Kilometer groß und 2051 ist die ganze Welt im Chaos versunken und auch die amerikanische Kleinstadt Troy bleibt davon nicht verschont. Nach dem Zerfall der Regierung kamen Gruppen wie New State, KGS und Mayhem an die Macht. Eines Tages fiel eine Gruppe von Leuten mit goldenen Masken in die Stadt ein und so begann die große Jagd. Also es gibt sozusagen eine Geschichte dahinter. Und dann gibt es natürlich noch die Station, was eigentlich TDM ist, Team Deathmatch, 4 gegen 4, was wir auch schon aus PUBG Mobile kennen und natürlich das Trainingsgelände. Hier kannst du alle Ausrüstung, Fahrzeuge und Waffen von PUBG New State ausprobieren, besuche das Trainingsgelände, um zu üben und dein Können zu perfektionieren. Also wie es das in PUBG Mobile eigentlich auch schon gab. Und es ist auch von denselben Entwicklern, also das offizielle Spiel und natürlich. Jetzt meine eigene Meinung dazu. Ich finde es tatsächlich besser als PUBG Mobile. Sie haben sich dazu entschieden, halt eine komplett neue App zu machen und das als eigene Application im Play Store auch rauszubringen. Im iOS dann halt Apple Store. Und es ist auch nur für die mobile Plattform vorhanden, aber soll eine extrem gute Grafik haben. Hat sie tatsächlich auch. Wir können ja mal in die Einstellungen gehen, die übrigens genauso aufgebaut sind. Ich habe mir hier die Steuerung schon so geändert, wie sie in PUBG Mobile tatsächlich war.
Genau, sieht eigentlich genauso aus, nur ganz die UI, also die Oberfläche ist ganz bisschen anders. Ich habe meine Grafik nicht auf Max, weil der Akkuverbrauch dann wirklich enorm hoch ist. Also, wenn ihr nicht einen enorm guten Akku drin habt, dann ja, ist euer Akku ultra schnell alle. Es ist ziemlich ja, zukunftsmäßig. Ich habe hier das auf Kontrast gelassen, von Standard auf Kontrast geändert. Dann bei Spezialeffekte habe ich mir das Blut auf Rot eingestellt. Standardmäßig ist das auf Grün. Genau, Empfindlichkeit lasse ich so, dann Fahrzeugsteuerung, die Steuerung allgemein, das Gameplay. Was ich noch nicht gut finde, ist, ich will nicht, dass man Türen, dass sie sich automatisch öffnen lassen. Ja, keine Ahnung, es gibt da First Person, Third Person. Was allerdings es noch nicht gibt, es gibt nur Squad und Solo. Da, Squad Solo. Aber Third Person und First Person. Müssen wir dann direkt mal die First Person ausprobieren. Genau. Und die Grafik ist wirklich unnormal gut. Das Gameplay fühlt sich auch gut an. Und was natürlich nice ist, der Home-Bildschirm. Guckt ihn euch an, wie clean er ist. Er ist nicht überladen. Man hat nur rechts auf der Seite ein paar hier Launch-Details und so ein Kram. Ist nicht alles immer lädt. Dann ein paar Angebote und so. Auch im BP-Store. Die Währung bleibt immer noch gleich. Den Store gibt es immer noch. Ansonsten linke Seite schön clean. Da hat man nur die Freunde. Da kann man Clan machen und so ein Kram. Aber ich gehe einfach mal in mein Inventar und hier kann man nämlich auch, das ist ziemlich cool, man kann hier nämlich Sachen in die Hand nehmen. Es gibt diese Knarre, die ich gerade in meiner Hand halte. Das ist eine neue Sniper. Für die Map Droy, also gibt es nur dort. Und ist halt sozusagen jedem neuen Map. Tun sie natürlich so was Neues hinzufügen. Ansonsten alle anderen Waffen bleiben gleich. Schrot. Mikro Uzi, Vector, OMP, Tommy Gun und sowas bleibt gleich. Also selbe Waffen. Und hier habe ich allerdings halt meine ganzen Waffenskins gar nicht. Genau, die DSR. Die ist neu. Ansonsten recht bleibt gleich. Und es gibt eine grüne Signalpistole. Genau, das ist auch neu, was sie genau macht. Müsste man mal ausprobieren. Das weiß ich noch nicht. Natürlich, dann Fallschirmskins noch keine. Aber es gibt neue Fahrzeuge. Neue Motorräder. Die beiden kennen wir schon. Dann Lightning in Ultramodern und dieses Teil. Dann neben dem Buggy auch den EVAX. Dann so ultra futuristische, krasse Teile. Den Dacia in Oldschool. Dann hier so gepanzerte Wagen. Den normalen UAZ. Also wie gesagt, es gibt so die normalen Fahrzeuge von Erangel und diese neuen Fahrzeuge, die gibt es dann nur auf Droy. Dann den Elektron. Also es sind dann tatsächlich auch Elektrofahrzeuge. Genau, neues Boot. Und den Motorkleider, den wir schon kennen. Dann natürlich auch wieder Emotes. Und was auch immer das ist. Keine Ahnung. Wir werden es herausfinden. Auf jeden Fall würde ich mit euch jetzt erstmal eine kleine Runde TDM spielen wollen. Genau. Und ja, man kann hier genauso wie in PUBG Mobile auch seine eigenen, ja, sozusagen Ausrüstungen festlegen, seine Waffe leveln, vermute ich mal. Und sieht dann hier links auch seine Stats. Ja, ich spiele erstmal die M4 als Sekundärwaffe. Was nehmen wir da? Dann nehmen wir mal einfach die Bison. Und dann
kann ich mir hier auch schon mal meine anderen Kids machen. Nehmen wir einfach mal die Scar. So, ne, das ist was ausgerüstet ist. Das war die Scar und die Vector. Dann nehmen wir hier einfach die Barrel. Und als Hauptwaffe mal die AK. Und hier nehmen wir einfach mal die Tommy Gun. Und als Hauptwaffe nehmen wir... Was nehmen wir denn als Hauptwaffe? Was haben wir noch? Ich hab... Ah, gibt's nur die... Ah, lol, es gibt nicht mal alle. So ist wie eine... Wie eine Aug und so steht mir hier nämlich nicht zur Verfügung. Das ist natürlich schade. Na gut. Dann gehen wir aber damit erstmal in den Kampf. Was kann man hier als... Komplett oder Splittergranate auswählen? Na gut. Starten wir einfach mal in ein Match. Und ich muss auch sagen, der Sound, die Musik und auch der Spielsound ist ultra klar und richtig gut. Viel besser als ein PUBG Mobile. Aber natürlich an der Performance, die ist natürlich so in den ersten Tagen nach dem Release nicht die beste, aber bei Serverüberlastung und so ist das natürlich auch logisch. Man kann sich natürlich genauso ducken. Aber, oh, hier fliegt eine Granate zu mir hin. Oh, das tat weh. Das tat richtig weh. Ich mach mal kurz ein bisschen lauter. Und ja, was richtig... Ah nein, mit einem Punkt. Na gut.